Meistens ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, der Preis schon ein Qualitäts... Also man nutzt den Preis, ob man will oder nicht. Du nutzt den Preis schon als so ein... um halt Sachen in Perspektive zu drücken. Ne? Und wir haben jetzt in diesem Beitrag geht es halt nur um teure Düfte. Ja. Und jetzt ist die Frage, ist für dich, was bedeutet für dich der Preis? Ja, also Preis kann natürlich auch automatisch eine Art Limitierung erzeugen als Feeling. Nicht jeder kann das haben oder so. Und es ist ja auch wirklich so, dass nicht jeder sich das in dem Moment halt vielleicht auch leisten kann oder so. Und schon hast du vielleicht die Voraussetzung dafür, noch individueller daherzukommen und es noch seltener zu riechen. Das schon alleine ist halt so eine Nummer. Dann ist es natürlich so, bei vielen Sachen kannst du es vielleicht noch nachvollziehen, weil... bei vielen Sachen kannst du es vielleicht auch nachvollziehen, weil die Rohstoffknappheit das einfach nochmal hervorgibt, dass einfach der Hersteller tatsächlich auch wirklich viel mehr Geld in die Hand nehmen muss, weil die Sachen einfach nicht so leicht verfügbar sind. Ne? Ja. Oder halt von vornherein die ganz teuren Ingredienzien halt. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Iris gehen, zum Beispiel auch Iris mit 3S hin und her, so, wenn du das von Xerjoff riechst, dann merkst du einfach, das ist ein anderes Level. Das ist ein anderes Level. So, ja. Ne? Also ich meine, hey, niemand sei angegriffen, wenn man sagt, boah, wenn du das nicht riechst, aber hey, wenn du das nicht riechst, doch, ja. Weißt du, also das ist schon was anderes, das ist schon was anderes. Aber du musst auch natürlich sehen, dass viele dieser Sachen auch nicht wirklich jedermanns Sache sind am Ende. So, ne? Wichtiger Punkt, ne? Sehr also, wichtiger Punkt. Sie sind schon teilweise entweder sehr besonders oder teilweise auch gewollt challenging, bla bla bla, hin und her. Wenn du in so einer Liga angekommen bist, dann sind das teilweise, natürlich, wenn wir jetzt gleich zu Number One kommen, Herbert sagt das immer, Number One kann ein Signature-Duft sein, den kannst du immer tragen. Akzeptiere ich auch, die anderen Düfte sind jetzt nicht gemacht, um sie täglich zu tragen. Nein. Du gibst, guck mal, es ist wie mit Ferrari, okay? Du holst den Ferrari, du kannst den Ferrari nicht jeden, du hast auch keinen Bock, jeden Tag Ferrari zu fahren. Du hast auch, selbst ich habe keinen Bock, jeden Tag Porsche zu fahren. Du hast das Auto, um es zu fahren, wenn du darauf Lust hast. Ja. Und das ist auch dasselbe mit den Duften. Hier in dieser, was wir jetzt besprechen, ist nicht dafür gedacht, vielleicht gibt es eine Ausnahme, ist nicht dafür gedacht, dass du den Duft daily rockst. Das sind Ausnahmen, die kosten viel Geld, die kauft man sich, wenn man schon alles hat, die kauft man sich vielleicht mal zum Testen, man kann sich mal eine Abfüllung holen, um mal zu wissen, okay, wie kann es sein, worauf arbeite ich auch hin. Bei mir zum Beispiel habe ich auch viel Motivation aus solchen Sachen gezogen. Mhm. Ich habe gesagt, irgendwann möchte ich mal sowas haben und so weiter. Und darum geht es jetzt. Ne? Ja, viele Sachen sind ja auch teilweise wirklich schwer zu bekommen auch und so weiter. Ja. Ne? Und wie gesagt, das kann auch ein Ziel sein, seine Sammlung auf das Next Level halt genau. Zu bringen. Halt, ne? Ja. Aber... Ja, womit wollen wir anfangen? Ich würde tatsächlich ein bisschen zu dieser Hom und L-Geschichte ein bisschen tendieren, sage ich mal, weil ich finde es spannend, die auch zu layern. Also, genau, wir haben ein paar Düfte rausgesucht und dann kamst du und hast gesagt, du möchtest L. Habe ich gesagt, ja, wir haben doch nur Männer als Dings, ne? Was ist für dich L? Also L ist, also aus der Stone, wir reden jetzt meistens über Stone-Labels von Xerjoff. Das ist die originale Linie, die als erstes rausgekommen ist. Die teuerste und auch hochwertigste. Hast du den schon mal ausgiebig getestet oder so? Lass uns den mal aufsprühen. Okay, ja. Das wird, glaube ich, der beste Plan sein. Oh, das ist der 100 ml. Den hätte ich auch gerne in meiner Sammlung. Ja. Hm. Irgendwie findet der L gar nicht. Ich weiß gar nicht, wenn wir mal so Stone Label, Xerjoff, gucken mal durch. Also du weißt ja, dass ich Geschlechter in Parfums unglaublich schwierig überhaupt. Ja. Also eigentlich müsste das gar nicht sein, sag ich mal. Ja. So. Dennoch ist es so, dass ich das hier wirklich als einen der hochwertigsten, schönsten, elegantesten Frauendüfte empfinde. L, okay. So, also ich finde, jede Frau kann den wunderbar tragen. Oh, alt, Vanille, jung. Vanille hast du? Ja, und also es gibt vielleicht ein abwertendes, ich sag mal so, kleiner Feigling. Okay. So, aber in fantastisch. Mhm. Weißt du, wenn du einen kleinen Feigling kennst, so feige, so stimmt, ein bisschen, ja, so, ja. Dann kannst du das damit, du könntest das als abwertenden Stempel nehmen halt so, ist aber vollkommen fehl am Platz, weil es einfach wundervoll hier riecht halt. Ne? Und ich finde den einfach, boah, der passt zu jedem Alter. Jede Dame, jede Frau, jedes Mädchen kann diesen Duft tragen. Aber wenn du den jetzt nimmst und mit dieser Maskulinitätsbombe Hom nimmst und layerst und quasi beide Welten miteinander vereinst, das wird niemals die Intention gewesen sein, als die beiden rausgekommen sind von Xerjoff. Ja. Sondern wirklich, ne, Hom, L. Ja. Ist ja auch schon vom Naming sehr, sehr klar. Aber nimmst du diese beiden,
dann gewinnen beide. Beide Düfte gewinnen. Der eine kriegt vielleicht ein bisschen mehr Punch, der andere kriegt ein bisschen mehr, weißt du, wird ja, ein bisschen softer. Bisschen softer und so weiter. Und schon hast du eine fantastische, ich meine, aber es ist schon dekadent zu sagen, damit zu layern, ne? Mit so teuren Düften ist schon, das ist schon ne? Aber funktioniert sehr gut. Wer die Möglichkeit hat und darauf Bock hat, der hat auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Kombination. Also gerade bei Hom, ich kenne den Duft schon ewig, ne? Es ist einfach ein sehr, sehr männlicher Duft, der ja, fast an so eine Autowerkstatt manchmal erinnern kann. Ja, ne? Du hast halt, ne, wie als ob so Teeröliges irgendwie ja, so, genau. Ne? Aber auch in einer wunderschönen Qualität. Man darf sich jetzt nichts Dreckiges sich vorstellen. Nee, also, ne? das ist schon top of the line. Ja. Auch so einen Duft zu entwickeln, stelle ich mir vor, so einen balancierten Duft rauszubringen, da gehört schon einiges zu. Ja. Ne? Ja, ja. Ich zeig dir jetzt, ich weiß gar nicht, hast du XXY irgendwie auf dem Schirm? Lass mich den nochmal. Also guck mal, der Duft aus der Linie, den heftigsten so. Ach so, doch, von Serge Hoffmann. Ja. Oh, natürlich. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Ich sag dir eine Sache. Mega. Hier, also XXY, boah, Junge, wenn man einen modernen, also Stone Label ist schon konservativ. Ja. Und wenn man jetzt ein junger Typ ist und sagt, pass auf, ich habe 400 Euro, was soll ich kaufen? Ich mag hier, wie heißt der, Bitter Peach oder wie das heißt? Ja, kannst du vergessen. Hör mal, hier, da musst du schon eingehen, das ist klar. Da musst du hier das nehmen. Also erstmal natürlich, die Flasche ist eine 10 von 10 hier, Lapis Lazuli, Stein vorne, blau. Mega. Das hier ist, ich hatte den vorgestern oder Freitag hatte ich den komplett drauf, ne? Ich sage dir, diese Note Pfirsich ist so, so, so schön. Das ist so ein heftig schöner Duft. Hammer. So tragbar aus der Stone Label Kollektion. Das ist für mich wirklich ein super starker Duft. Also es gibt einige Stimmen, sag ich mal, die sagen, dass der für ein Stone Label nicht hart genug ist. Zu gezähmt ist. Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Also du musst schon der Linie die Möglichkeit geben, sich auch mal ein bisschen tragbar zu sein. Ne? So, ja. Ne? Also, und das ist absolut gegeben. Ein geiler Duft. Ich weiß, ich freue mich auch unglaublich, dass ich weiß von Herbert, dass er, wir haben uns öfter unterhalten. Und ich hab ihn, der läuft gar nicht, und er hat ihn auch lange überhaupt nicht mehr drin haben wollen. Also beziehungsweise hat ihn auch rausgeschmissen halt. Und ich freue mich, dass er den wiedergeholt hat, denn er war unglaublich vielen halt verborgen. Aber halt. Komisch, ne? Manchmal, du hast so einen Duft aus der Kollektion, denkst du so, hä, der ist doch super tauglich, also. Ich glaube, es liegt daran, dass die Leute halt, die sich auskennen, beziehungsweise die Linien kennen, diese Schublade für den nicht öffnen. Ja. Und das ist einfach Seitenhaufen. Also der Käufer von dem Duft ist natürlich auch schon, kann jünger sein als bei Finn Hom. Ja. Aber ich meine, warum soll jemand Älteres nicht auch mal einen Tag haben, wo er sich jünger fühlt? Ja, safe. Ne? Also von daher, geiles Ding. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar eben war es im Chat, habe ich gelesen, viele wollten aus der Anniversary-Kollektion etwas sehen. Welchen Duft möchtest du, mit welchem möchtest du anfangen? Also ich kenne die anderen nicht, aber ich bin ein absoluter Fan von Gumin. Gumin kam jedes Jahr einmal raus und jedes... Die bringen das jedes Jahr aus? Ja. Aber nur einmal? Ja, ein Batch. Ja. Kennst du den Grund, warum? Nee. In diesen Anniversary, warum machen die das jedes Mal? Also zum einen ist es halt so, dass die Bestandteile der Düfte sind teilweise rar. Paolo hat, so ist mein Infostand, ein gewisses Lager an alten und preziösen Bestandteilen. Und will gar nicht irgendwie den Markt einmal vollhauen damit und immer dasselbe bringen. Kann er auch nicht, weil die Sachen, die er benutzt, auch teilweise sich verändern mit den Jahren und so weiter. Das heißt, dass warum ist immer das Jahr darunter? Ach, weil jedes Jahr minimal anders ist. Genau. Diese Bestandteile sind nie gleich. Weil dieser Harvest quasi dann mal so ist die Ernte. Exakt. Okay. Und dann ist es halt auch so, dass manche davon, sei es begründet, sei es künstlich aufgebauscht, manche Jahrgänge davon, wie bei Weinen, einen höheren Wert haben als die anderen. Doch, ja. Und deswegen sind Leute auch teilweise immer heiß darauf. Legen die sich einen dann weg. Ja, genau. Und nicht berühren, mal gucken, was passiert. So, ne? Das ist so ein bisschen... Ich habe zum Beispiel damals von Herbert Chimera bekommen. Chimera 2017. Ich denke mir, hey, jetzt kam der wieder raus, 22, 23. Warum? Ja, und das ist der Grund. Ah, spannend. Von dem Großvater noch Sachen, Bestandteile, die irgendwo gelagert, im Safe, bla, hin und her. Dann nimmt er ein bisschen was davon. Oh, komm, jetzt machen wir noch mal ein bisschen was davon. Und dann schnell wieder weg. Und dann nehmen wir noch andere Sachen und so weiter. Ne? Und so ist diese Geschichte. Und Gumin zum Beispiel, wenn du den jetzt riechst, der hat zum Beispiel auch so etwas wie Oud drin, was normalerweise nicht ja, so... Ja, ne? Rieche ich jetzt kaum. Aber ne? Für mich
Ein absolut, das ist ein Sommerhit eigentlich. Das ist ein Sommerhit. Ananas, ne? Orange, Bergamot, finde ich, kommt gut rüber. Ich glaube, dass viele den vielleicht gar nicht da so sehen, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schön, dass du da... Aber für Sommer ist, der ist schon Sommer. Cool. Der ist schon Sommer. Ich glaube, viele sagen das eben nicht so. Bei dem doch, der ist schon Sommer, würde ich schon sagen. Der hat jetzt nichts Schweres. Also mega. Das ist jetzt wirklich ein, also aus der Linie. Ich habe mich mit der Linie nicht so krass beschäftigt. Na, nicht schlecht. Das ist ein geiles Ding, finde ich. Also der Gumin hat wirklich, wirklich... Potenzial. Dieser Duft ist Guglielmo Terenzi gewidmet. Gründer, siehst du, der Großvater. Ja. Der hat ja angefangen mit den Kerzen und so weiter. Ne? Das war quasi der allererste. Genau. Oh, okay. Spannend, ja. Dann, also das muss ja dann quasi der Duft sein, ne? Sehr spannend. Megaschön, megaschön. Also der hat mich von Anfang an begeistert. Und das ist auch tatsächlich der einzige, den ich aus dieser Anniversary Collection kenne. So, dann gucken wir aber jetzt trotzdem mal zusammen nach dem Piace. Ey, die habt ihr auch im Sale. Das ist... Guck mal, ich sag dir eine Sache. Das ist eine Ansage. Ich hab von allem... Schwer zu bekommen teilweise, ne? Also ich habe von allem halt viel gekauft gehabt. Okay. Ich habe sehr viel Geld investiert gehabt bei denen. Also wir haben jetzt nicht so viele Düfte, so viele Flaschen von denen. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen auch on Stock sind. Also es sind jetzt nicht unzählige Flaschen, aber wenn die noch da sind, dann sind sie noch da. Ja. Okay. Aber weißt du, wo da auch das Problem liegt? Ich sag dir ganz ehrlich, sagen wir mal so, nehmen wir jetzt mal den Duft. Piacere, ist jetzt der Duft, der beste Duft aus der ganzen Linie. Mhm. Niemand weiß es, weil aus meiner Community niemand den kennt. Okay. Das ist das Problem. Okay. Also selbst wenn 200 Euro und der Duft kostet 400 Euro, alles easy und alles super, aber wie soll jetzt jemand, der den nicht kennt, woher soll er das wissen? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt dann die Sache. Das Problem ist natürlich auch bei diesen Anniversary-Geschichten halt, die wirst du auch so im Handel nicht überall finden. Die kannst du eigentlich nicht kaufen. Eigentlich, ja. Wenn du ja. Also blind vertrauend gehst du los halt. Ne? Das ist natürlich, ja. So, was haben wir hier drin? Also, was heißt das denn auf Deutsch überhaupt? Il piacere, der Genuss. Ah, okay, die Freude, ja. Die Freude gilt als Hauptwerk des Dichters. Okay. Verführerische Rose. Okay, was haben wir drin? Wir haben hier drin iranischer Safran, auch wieder Pfirsich. Dann haben wir Artemisa der Alpen, grüne Noten, bulgarische Rose, Orangenblüte, Pfingstrose, Gujakholz, Stiefmütterchen. Mayra, okay. Ja, wie würdest du den Duft, wann würdest du den tragen? Also ich habe hier eine gewisse Ähnlichkeit mit einem, den wir gut kennen. Das ist irgendwie seltsamerweise, obwohl die Duftnoten ganz andere Geschichten erzählen. Ein bisschen ist es eine Art Moro di Venezia, so ein bisschen erinnert er mich. Aber heller. Ja. Heller. Auf jeden Fall. Moro di Venezia ist ein bisschen süßer, finde ich. Genau, und irgendwo fruchtiger auch noch. Ja. Halt so, ne? Also das habe ich halt so. Den tatsächlich sehe ich ein bisschen mehr an der Frau. Mhm. Ein bisschen mehr. Obwohl, wie gesagt, man ist ja sehr offen. Ja, und ansonsten kein Alltagsdress. Man muss schon ein bisschen eleganter unterwegs sein. Elegant, finde ich, trifft es auch. Ne? Ist schon ein eleganter Duft, ja. Also der funktioniert nicht in der Jogginghose. Da musst du schon ein bisschen feiner unterwegs sein. Halt so. Der ist schon sehr glatt. Elegant. Ich bin jetzt so vom Ranking her, ist Gumin viel mehr meins. Viel mehr. Aber der ist cool. Also, ja, aber ja, ist schon gut gemacht. Voll. Ist schon sehr gut gemacht. Okay, spannend. Ja. Muss man, glaube ich, erfahren. Genau, also ich glaube, bei dem ist es auch wichtig, ein Full Wear auf Haut halt zu erleben und so. Weil ich glaube, auch Moro di Venezia wird sich nicht jedem direkt erschließen oder so. Und der ist, einer meiner Lieblinge. Moro di Venezia habe ich online gestellt, hatten wir hier, bestimmt sofort weg. Sofort weg. Ja, klar. Ist einer der besten. Also Moro di Venezia ist, wer noch dein Video gesehen, war sofort weg. Ah, okay. So, jetzt, du hast dir einen Duft als nächstes gewünscht, der auch teuer ist. Und zwar Crepe. Ja. Crepe Apple Blossom. Oh. Das ist dein, sagst du das? Also mit einer der Clive Christians, die auch halt diesen Stellenwert haben, die dürfen nicht gehen, die müssen einfach bleiben. Also die müssen in der Sammlung bleiben. Davon auch wiederum 50 ml, aber was sollen 100 ml kosten? Mama mia. Ne, also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ne? Das ist schon eine Ansage. Die habt ihr auch. Die sind 20%. Also, mega, guck mal, 360. Mega. 450, 360, fast Uni. Das ist ein wunderschöner Duftball. Okay. Getragen, getestet. Also ich habe ihn mal gerochen, okay. Aber ich hab mich nie mit dem auseinandergesetzt, wofür der steht oder so. So, pass auf, das Ding hier ist, es könnte sein, ich kann mir denken, dass der dir vielleicht etwas zu sanft sein könnte. Aber,
Also es ist ein Understatement-Duft. Es ist kein Duft, der schreit. Aber der ist so wunderschön gemacht. Und er hat dieses Spiel, was ich so beeindruckend finde bei Clive Christian. Was ich beeindruckend finde bei Clive Christian, diese Hochwertigkeit in diesem Understatement, wenn es um Fruchtigkeit geht. Ich finde, kein Haus macht das so. Kein Haus hat auch dieses Selbstbewusstsein, zu sagen so, oh, wir müssen gar nicht schreien. Jeder weiß, dass wir kommen. Ja. Weißt du? So. Bei Clive Christian das wirklich so. Voll, ne? So. Also niemand wird auch einfach, also bei Clive Christian, also jemand, der Clive Christian in der Kollektion hat, der ist man schon einen Ticken weiter. Ja. Da sagst du so, wenn du jetzt, sagen wir mal so, du hast Argento und kaufst dir dann ein Clive Christian, das ist was anderes. Ja. Das, ja. Da musst du schon ein bisschen im Game sein. So, das ist halt wirklich, ne, der Duft erledigt nicht das, boah, hier komme ich oder so. Sondern, hey, jeder drauf, weiß. Du hast den drauf. Und weißt, die, erstens warten die schon auf mich, wenn ich da bin, wissen die, dass ich immer, alles gut. So, weißt du, ja. Ne? Aber also diese Qualität ist einfach Ende der Fahnenstange. Erriechbar. Ja. Man muss auch nichts mehr erklären. Eigentlich Quatsch, wenn wir drüber reden. Jeder muss sofort, weißt du, also ja. Hammer. Hammer. Ich hätte gerne, viele haben auch im Chat danach gefragt, Blond Amber. Wir haben Blond Amber, ich habe den gerade nicht da, weil, ja, meiner ist leer und wir warten drauf, aber Blond Amber ist tatsächlich, oh, der ist nicht im Sale. Ah, da müssen wir, ich weiß nicht, ob die IKEA noch da ist, der hier wurde vergessen, den müssen wir auch noch mit 20% reinmachen. Blond Amber ist für mich auch einfach jemand, der jetzt, also finde ich auch ein sehr, sehr starker Duft. Schöner, fruchtiger, ist mir schon klar, warum er dir gefällt. Mhm. Tatsächlich, den könnte man schon daily tragen. Ja, absolut. Also, wir haben eben gesagt, nicht daily. Wenn du die Patte hast? Ja, den könntest du daily tragen. Ja, aber auch da, drauf sein. Auch da ist es aber auch so, da würde ich mir wirklich, da kannst du mir auch ein 200 Milliliter Ding hinstellen, hin und her. Also davon kann man nicht genug bekommen. Das Einzige, was ich schade finde, es sei denn, man ist jetzt wirklich so gut situiert halt so, bei einem 50 ml Flakon hast du einfach, oder haben vielleicht viele, oder ich, reden wir jetzt nur mal von mir, vielleicht so, nicht so viel sprühen, ist bald vorbei, weißt du so, deswegen, Clive Christian, bring 100 ml, damit auch jemand wie ich sagt, weißt du, wie ich meine? Ja. So, weil diese Assoziation kann kommen. Und das finde ich halt auch bei Torino 21. Ich glaube, also zum Beispiel 100 ml Flasche fände ich auch cool. Ja. Bei so einer Art Duft musst du das eigentlich brauchen, finde ich. Ja. Bei so einer Art Duft, ja. Wenn du natürlich diese harten, schweren, udigen Dinger hast, dann machen 50 von mir aus auch Sinn. Nee, du oder recht. Sehr süße. Du hast recht. Aber bei sowas hier... Wird kein Abbruch tun. Kannst nein. Ruhig von 100 machen. Finde ich auch. Ne? Sollte man machen. Gibt es nicht. Gar nicht. Habe ich noch nie gesehen. Noch nie von gehört. Ich glaube, man gar keine 100er, ne? Ja, doch, bei manchen Sachen gibt es 100er. Klar. Ja, sicher. Klar. Aber nicht in Deutschland. Doch. Herbert hat 100. Ich glaube, du hattest auch schon mal welche im Verkauf, nein, Amigo. Nein, komm, nein. Ehrlich? Hm, ich glaube doch. Doch, 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 doch. Okay. Ich habe auf jeden Fall noch nie eine Flasche. Guck mal, diese X-Feminine-Geschichte habe ich zum Beispiel als 100 ml zu Hause, weil ich den so feier, den Duft. Obwohl Feminine draufsteht, auch da wiederum, hey, mach mal weg diesen Stempel. Ja. Mega-Ding. Mega-Ding. X-Feminine, Hammer-Duft. Ja, auch jetzt das Thema hatten wir mit dem Herbert. Vielleicht machen wir damit mal weiter. Und zwar Number One. Mhm. Ist für mich wahrscheinlich so der... Was für ein edler Duft. Also ist so der ausbalancierte, auch wenn wir jetzt mal auf die Ingredients gehen. Auf die Ingredients, guck mal, Blond Amber ist der einzige, der nicht reduziert ist. Das müssen wir mal den Leuten drüben Bescheid sagen. Ja. Blond Amber ist schon heftig. Also guck mal. 750 Euro. 750 ja, Euro. Ja, ja. 750 Ich weiß, bei Lord. Ja, ja. Aber ich sag euch, vielleicht, darum habe ich am Anfang auch gefragt, mit dieser. Ich sag euch, ein gewisser. Ich bin leider so ein simpler Typ. Manchmal trage ich ihn auch gerne, weil er so teuer ist. Ich sag einfach, guck mal, der kostet so viel. Okay, deswegen nehme ich den. Ja. Ja, aber guck mal, das ist ja das, was ich dir auch, dieses Besondere. Dieses nicht, Besondere. Nicht jeder ja, ja. Und so weiter, hast du schon fast garantiert durch den Preis. So, ne? Ja. Dass nicht jeder, den begegnest und du nicht einfach so beim Einkaufen bei Lidl. So, weißt du, den Geruch. Also, ich glaube, also, die Flasche ist auch fast leer, ey. Hey. Guck mal, und der ist so, guck mal, wie viel Zeug da drin ist, ja. Ja, und da ist viel mehr drin. Das ist das, was sie uns lesen lassen. Das ist so wie in der Politik. Ja, ja. So, das ist das, was sie uns servieren, aber in Wahrheit ist viel mehr passiert. Und in manchen von diesen Düften von Clive Christian, wenn du mal in die Tiefe gehst, so, da sind teilweise 250 Ingredienzien drin. Krank, ey. Ich glaube, bei Crab Apple Blossom ist es so. Bei einem Duft, der so diese Frische und Leichtigkeit hat, sind so viele Sachen drin. Ja, aber zum Beispiel, also mein von, Gott, der, ist ja gut, von ja. der Einsetzbarkeit her, weißt du, also, und ich muss dazu sagen, wirklich, immer wenn ich ihn drauf habe, zum Beispiel, ich hatte den auch bei Videos-Drehs drauf, wo auch viele Menschen am Set sind und so, und die Leute haben schon wirklich Komplimente gegeben. Ja, da muss man wirklich ins Grübeln kommen, wenn einer sagt, das stinkt oder so. Das muss man ja. Also, da riechst du die Qualität Mama aus. Mama Mia. Boah.
aber auch jetzt von der Kreativen, so wie willst du bitte den Duft erschaffen? So, weißt du, wie, welche Idee, wie gehst du, was sagst du? Zum Beispiel jetzt ich. Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Wo findest du den Punkt, wo du sagst, da bleibe ich jetzt stehen? Das ist auch wieder das, was ich gesagt habe. Dieses Selbstbewusstsein zu haben, haben wenige Marken. Und ich finde, das riechst du. Dieses Selbstbewusstsein zu sagen, so, das ist jetzt der Duft. Wir brauchen gar nicht noch mehr von dem, bla bla bla, bis wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, so jetzt mischen wir den Markt auf. Oh, das ist unsere Ansage. Und das merkst du an diesem Duft. Ja. Komplett. Also echt, also das spricht schon für sich. Ich habe so viel Parfum und also hier toll. Blond Ember und das ist toll. Wirklich eine richtige Ansage. Also ja, Wahnsinn. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal zu dem letzten, den wir hier haben. Vittoriale. Habe ich auch jetzt. Den kenne ich leider noch nicht. Ein bisschen Angst. Ja, okay. Da brauchst du auch. Okay. Da bin ich vielleicht raus. Ne? Was meinst du? Ist ein eindrucksvoller Ort. Ein Dichter, okay, Gedankenstätte. Das ist halt so ein Marc Ebauer-Duft, ne? So, beim ersten Atemzug dachte ich noch, oh nö. Und beim zweiten schon, beim dritten, ich bin raus. Ja, ja. Das ist ein Marc Ebauer-Duft. Das ist ein Marc Ebauer-Duft. Leute, das ist, falls ihr meine Duft-DNA mögt und das nur im arabischen Bereich. Ja, hier habt ihr Leder, hier habt ihr Tabak und hier habt ihr Oud. Was habt ihr? Also diese Sachen hier in der Mitte können wir auch rauslöschen. Geil. Also was ihr hier riecht, ist auf jeden Fall Tabak und Leder und ein bisschen Oud. Ein bisschen viel Oud. Das hier ist einfach ein Oud-Duft. Wow, das ist er auch. Gut gemacht. Ja, also über die Qualität lässt sich in keinster Weise streiten. Nee, also wenn du mich jetzt so fragst, so was jetzt so wirklich das repräsentiert so meinen Geschmack. Das wirklich das feiere ich komplett. Das ist so, ist auch, guck mal, wie unterschiedlich. Wir beide lieben Parfums, aber das, wenn du mich fragen würdest, das ist mein Vibe. Du hast Geburtstag, ich sag nichts. Nein, ey, völlig, also respektabel, alles cool, bla bla bla. Riecht nach Kuhstall, Ticken, ja, nicht, also es gibt animalischere. Du kannst jetzt nicht sagen, dass der wirklich stinkt, aber es ist halt ein Oud-Duft. Genau, und er geht in die Richtung, die mir, wenn du jetzt zwei Schritte weiter gehst, bin ich komplett raus, weißt du, so. Und deswegen ist er nichts für mich halt so. Aber das ist okay, Geschmäcker sind ja verschieden. Qualität, wie gesagt, kann man nicht drüber streiten, ist absolut gegeben. Wer auf sowas steht, bitte, ne? Hammer, bist komplett bedient. Also genau, also zum Beispiel Blind Buy, Leute, alle, die Oud mögen, kauft den einfach. Ihr werdet nicht enttäuscht. Den kann man sich auch mal weglegen. Da müsste man mal 22... und 20 riechen, das wäre immer krass. Ja. Wegen Oud, ne, weil ihr das immer frisch einkauft. Genau. So, jetzt haben wir noch die drei hier. Welchen sollen wir nehmen? Zeig mir mal den Tuil, weil ich glaube, das ist unglaublich lange her, als ich den gerochen habe. Absolut, gar keine Berührungspunkte. Okay. Nie. Ich hab gar keine Ahnung, wonach der riecht. TYL. Ich glaube, der ist 800 Euro. Katz. So, genau. 800 Euro? Ja. Pass auf, ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, als ich Paolo kennengelernt habe, hat er mir erzählt, dass es tatsächlich in Nordrhein-Westfalen nur eine einzige Parfümerie gab, die den haben durfte. Ich glaube, das ist der Duft. Das war die, da wo ich ihn kennengelernt habe. In der Parfümerie stand er und der hat gesagt, den gibt es nur hier in Nordrhein-Westfalen halt so. Kein anderer in Nordrhein-Westfalen darf den haben. So selten sind die Bestandteile da drin. Deswegen hat er diesen Preis. Und das ist auch wiederum aus dem Fundus des Großvaters, diese Sachen, die da drin sind. Krass. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also die Flasche ist schon sehr schön gemacht. Ich greife irgendwie im Alltag nicht so dahin. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Vanille, Moschus, Ebenholz, goldenes Ambra, Sauerstoffnoten, Lavendel, Zitrone, Bergamotte. Tyll ist der aufsteigende Stern im Sternbild Drache. Absolut ein einzigartiger, vollkommen neuartiger Duft, der von der Entstehungsgeschichte des Sternbildes Drachen inspiriert ist und zuvor nie erreichte Grenzen erkunden. Kostbare Moschusarten betonen Zitrusfrüchte, prickelnde Frische, zarte Blüten. Ist das schön. Okay. Aber ein Stern umhüllt die Seele eines Kindes, besänftigt das in uns allen wohnt. Also der ist extrem tragbar. Ich finde den gar nicht so abstrakt. Wunderschön, wunderschön. Sehr, sehr, sehr tragbar. Sehr tragbar. Okay, ich meine, ob der jetzt 810 Euro kosten muss, der normal, weiß ich nicht. Mhm. Auch was der Duft jetzt, also ich finde den wunderschön. Wunderschön. Aber ob der jetzt diesen Preis unbedingt, weiß ich nicht. Also dann schon eher den du jetzt gerade anbietest, netterweise. Aber ich finde den wirklich toll gelungen. Also ein ganz toller Duft. Also ich finde den auch sehr sanft, das, was sie über das Kind geschrieben haben, ne, und so. Also tolle Flasche. Wow.
super tragbar, gar nicht so experimentell. Aus dieser Kollektion gibt es auch viele Freaky-Düfte, die auch ein bisschen schwieriger zu tragen sind. Nee, also der hier lädt auch ganz schön zum Kuscheln ein, muss ich sagen. Ja, wow, ne? Ist wow, so ganz schön. Ein bisschen umarmt, so, so sanft, ja. Ne? Gemütlich, ganz toll. Und eine ganz große Klasse. Ne? Hat eine ganz, ganz große Klasse. Nur wie gesagt, also ob der jetzt unbedingt so viel teurer, obwohl wir reden ja da bei Clive Christian von 50 ml. Dann wiederum, das sind 100, stimmt, ne, das wiederum 100. Dann, okay. Ne, ja, so. Ja. Aber wie gesagt, also wer die Kohle da so liegen hat, her damit, weil da macht er nichts falsch, weil das ist wirklich ein ganz toller Duft, ganz schön. So, dann gehen wir zu einem Duft, der damals habe ich mit dem Herbert, also haben wir den im Stream ja so mehr oder weniger entdeckt. Wir hatten mit Herbert darüber gesprochen, was so sein Lieblingsduft aus der Stone Label Kollektion ist, und er hatte Iris gesagt. Und seitdem bin ich treu. Ich habe tatsächlich bei meiner Sommer Top 10 habe ich den auf die 1 getippt. Für mich, soll ich sagen, für mich, weil ich halt jeden Tag im Anzug unterwegs bin. Und ich finde, da ist halt irgendwie für mich die Einsetzbarkeit am besten. Und wenn ich jetzt, wenn es danach geht, so, was ist quasi das Edelste, was du tragen kannst, ne? Ist halt Iris einfach the way to go. Und ich habe bei meiner Top 10 Sommer, habe ich wirklich gesagt, Iris bei mir auf die 1. Der Duft gibt mir so viel, weißt du? Unglaublich edel. Ja. Unglaublich edel. Also, teuer. Boah. Edel. Aber du riechst das raus, dass er teuer sein darf. Halt. Ja. Das ist halt das Ding. Ne? Du merkst einfach, dass das eine unfassbare Qualität ist. Ich tatsächlich, jetzt so vom Feeling her, würde den an jemand Älteren sehen als an die. Doch, ja, würde ich schon. Ich verbinde damit immer so Designer Prada-mäßig, weil er so glatt und so sauber ist. Du siehst da einen älteren Person. Ja, ganz klar. Also für mich ja. Ja. Interessant. Also den würde ich gar nicht so sehr an dir sehen. Oh, 35 bis heute geworden, Amigo. Ja. Ich sagte, für mich könnte es auch ein 22-Jähriger tragen. Das werden wahrscheinlich viele so sehen. Das kann ich mir auch vorstellen, weil viele sagen auch bei diesem Duft, oh, so sauber, bla, hin und her, ne, und so weiter. Für mich setzt der eigentlich noch eine gewisse, nicht Reife oder so, wie soll ich das sagen? So. Ja, obwohl doch, man muss schon älter sein eigentlich, finde ich halt so, ne? Ohne das abwerten, sondern also, ich glaube, dass jemand, der älter ist, der den noch besser repräsentieren kann, diesen Duft. Weißt du, dieses Gestandene, weißt du so. Also unfassbar edel, unfassbar edel. Sehr, sehr schön. Also ich muss immer sagen, der macht mich nicht satt. Die kann ich immer tragen. Also der macht mir einfach super viel Spaß. Ich finde halt vor allem halt, hier haben wir ein Beispiel dafür, weil viele sich immer fragen, muss ein Duft so viel kosten? Nein, muss er nicht. Aber hier riechst du raus, dass er es darf. Ja, so, ne? Safe. Obwohl es natürlich, ist eine Menge Holz. Ja. Butter bei der Fische, ne? Es kostet echt eine Menge. Aber es ist nun mal auch ein Bestandteil, der von vornherein halt viel kostet, ne? Das ist schon so. Dann wechseln wir das letzte Mal für heute Abend zu Clive, und zwar 1872. Das war, glaube ich... Ist das die Masculine-Version? Das ist die Masculine, ja. Der Unterschied ist groß. Feminine, Masculine. Machen, ja. Ich finde, der hier hat so viel mehr Klasse. Auch die Feminine-Nummer ist sehr schön. Da ist auch, glaube ich, die Ananas-Note, die ich normalerweise unfassbar feier. Noch ein bisschen stärker, glaube ich, ausgeprägt. Ich weiß gar nicht, ob sie bei der Masculine-Nummer mit dabei ist. Ich glaube fast gar nicht, oder? Nee. Siehst du? Deswegen. Die haben wir bei der Feminine Nummer. Wenn ich das lese, hätte ich eigentlich gedacht, okay, wahrscheinlich ist die Feminine-Nummer mehr meins. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich auch die Masculine-Nummer. Und auch da wieder, wir haben einen frischen Duft. Wir haben einen Duft, der auch wiederum... Ey, guck mal, hier gibt es 100 Milliliter. Ja, siehst du. Hier gibt es 100 Milliliter. Sag ich doch, dass du das hast. Guck mal, hier, 50 Milliliter kriegst du für 2,80. Okay, 100? 100 kriegst du für 4,40. Wow. Oh, ich habe noch nie eine Großflasche gesehen. Okay. Siehst du. So. Und hier haben wir wieder dieses, das ist so krass bei Clive Christian. Du riechst einfach bei den frischen Geschichten halt so eine bestimmte, ich weiß nicht, was die machen, ob die ein bestimmtes Extraktionsverfahren haben, was nur die machen oder was ich auch immer. Ich finde, du riechst das... Da ist irgendwas anders. Und da ist auch schon wieder dieses Selbstbewusstsein, an einem bestimmten Punkt zu sagen, so, wir müssen nicht darüber hinausgehen. Wir sind angekommen. Ja. Nimm das. Ja. Weißt du? Mega gut. Der hat schon eine krasse Projektion. Grüner Duft, so wie die Flasche, würde ich sagen. Pfeffer leicht, ne? Aber so gerade diese, so ein guter Neroli-Mix. Guter, wahrscheinlich auch jeder im Business, ne, der eine höhere Position hat, wird den super rocken können. Null Aneckung. Anecken wirst du, also niemand. Niemals. Und keine Banalität, was man manchmal bei zitrischen, frischen Düften schon mal irgendwo entdecken kann, hast du hier null. Nicht mal einen Ansatz von. Die Klasse ist einfach gegeben. Einfach Hammer. Cool. Hammerding. Ja, sehr, sehr spannend.
Also ist immer wieder was Neues. Und so entdeckt man die gesamte Kollektion.